Hallo, hier bin ich wieder. Ihr habt vermutlich noch erfolgreich gespeichert oben links gesehen. Das ist, weil ich, wie so häufig, direkt hier weiterspiele. An der Wache vorbei, die was ist, sagt. Und mir jetzt den Dachi suche. Wenn ich die Quest hier wieder aktiv schalte, dann müsste ich den sehen, hoffentlich. Genau. Da ist sein Haus. Ich hoffe, er ist zu Hause. Und die Tür ist aufgesperrt natürlich, sonst fange ich damit nichts an. Zu Hause ist er, aber es ist abgesperrt. Eine Stunde ist er dann wach. Argonia sollte ja den Regen mögen. Wäre logisch, weil sie ja Wasserechsen sind. Ich hoffe, Dachi auch. Ah, die Tür ist offen. Hoffentlich ist er auch zu Hause. Ja, ist er. Sucht ihr einen Hehler? Ja. Zeigt mir, was ihr habt. Hier seht ihr 800 Gold und Onga hat nur 600. So, unser Zeug. Skoma hat, habe ich gesehen. Entzug, Geschicklichkeit 60 Punkte, Schadenintelligenz 2 Punkte, festigen Stärken und Stärke und festigen Schnelligkeit. Also, wenn ich weiß, kann man hier ohne Mod oder irgendetwas nicht selbst abhängig werden von Skoma, was ich ein bisschen lame finde, weil erstens hat so gut wie keine Vorteile. Wobei, naja, die 60 Punkte. Und ja, wenn das süchtig machen wird, dann wäre es ein bisschen spannender, weil ja, es ist jetzt tatsächlich nicht schlecht mit diesen festigen Schnelligkeit und festigen Stärke. Aber dieses dauerhafte Schadenintelligenz, ihr seht, da steht keine Zeitangabe, ist dann doch ein bisschen sehr behindert. Oder ein bisschen sehr, sehr schädlich, um das mal schöner auszudrücken. 47. Solche Geschäfte mache ich. Hoffentlich geht es noch 45. Ja, das geht noch. Wir sind leider nicht so gut im Handeln. Abgemacht! Dem richtigen Kunden kann ich es... Ihr seid ein harter Feil. Ihr seid ein harter Feil, ja. Das ist ein gutes Angebot. I know, da, abgemacht. I know. Dem richtigen Kunden kann ich es für den doppelten Preis verkaufen. Dem richtigen Kunden kann ich es für den doppelten Preis verkaufen, ja. Dem richtigen... Das ist mehr, als ich für gewöhnlich... Dummen Kunden. Abgemacht. Dem richtigen Kunden... Ein gutes... Schon über 400 Gold haben wir jetzt gemacht, abgemacht. Damit. Das klingt nach einem angemessenen... Das ist auch ein gutes wert. Geschäft. Kleiner Seelenstein. Die Fackel. Ist nichts wert, deswegen behalten wir sie, wie ich schon so oft gesagt habe. So. Das geht einfach weg. War's. Wir sind in einem Haus. Ich werde nicht einfach weggehen, sondern dich beim Weggehen sogar ansehen. Dann sowieso keiner sieht. Und jetzt werde ich wieder hier diese Quest aktiv schalten. Achari war sehr dankbar und gab mir eine hübsche Belohnung für den Ring. Wir haben allerdings das Gefühl, sie hasst Agonia. Kein Wunder, dass Amusai Ärger mit ihr hat. Jetzt müssen wir nur noch Skriva im Bravil Gericht erstatten. Tun wir das ab zum Tor dieser Stadt. Ich wollte jetzt nicht wieder das bekannte Adjektiv davor setzen, das habe ich schon so oft gesagt. Einer dieser Muskeln an. Dieses Schmiedegeräusch kenne ich aus Nerim. Habe ich hier noch nie gehört, um ehrlich zu sein. Wir treffen Skriva immer zu Hause an, das ist schön. Ah, sie liest, sie ist gebildet. Skriva ist eine gebildete Frau. Wie damals auch sehr häufig. Ihr seid zurückgekehrt. Also das heißt sehr häufig, wenn dann was eine Frau, die was gewusst hat. Gut, der Ring. Gute Arbeit. Ihr seid wahrhaft ein Gewinn für die Gilde. Ich werde dafür sorgen, dass der Graufuchs selbst davon erfährt. Ich befördere euch zum Wegelagerer. Meinen Glückwunsch. Okay, danke. Und mein Handy läutet. Ich muss hier mal schnell die Aufnahme pausieren. So, gut. Ja, wir haben das Ziel erreicht. Und die Diebeskönigin wird schon 300 Goldstücke verhökert. Bla, bla. Nicht verhökert, verhökert. Aber ich muss jetzt hier den Part beenden. Ich muss raus. Und weiter geht's dann beim nächsten Mal. Wir werden dann direkt mit Skriva reden. Und ja, was die nächste Quest für uns bietet, wir werden es sehen. Ihr werdet es sehen. Ich glaube, es zu wissen. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.